Guten Abend, liebe Zuschauer. Grüß Gott. Wir freuen uns, dass Sie wieder reinschauen zum aktuellen Bergwetter fürs Wochenende, einen Service des Münchner Bruckmann Verlages. Herzliche Gratulation. Danke. Vielen Dank. Wie Sie eben am Insert gesehen haben, hat unsere Petra geheiratet. Und aus der meteorologischen Praxis kann ich nur sagen, es ist in der Ehe wie in der Meteorologie. Jedem Tiefdruckgebiet folgt wieder ein Hochdruckgebiet. Und auch Gewitter haben natürlich ihre reinigende Wirkung. Gehen wir vom Gewitter auf den Schnee. Liebe Zuschauer, vergangenes Jahr mussten wir bis Mitte Dezember auf den Schnee warten. Dieses Jahr hat es, glaube ich, schon relativ viel geschneit. Ja, entsprechend dem klimatologischen Durchschnitt, also so um den 20. November, schneit es in Seehöhen zwischen 1200 und 1500 Meter in den Alpen zum ersten Mal. Und dieser Schnee geht dann nicht mehr weg. Wir bezeichnen das als Winterschneedecke. Aber prognostiziert zwar, aber von der Intensität her sehr massiv waren die Niederschläge im Süden, im südlichen Bereich der Dolomiten, in Osttirol, in Kärnten sind bis zu 1 Meter Neuschnee gefallen. Auch genügend Schnee liegt schon in größerer Höhe in den nördlichen Kalkalpen, in den Bayerischen Alpen, in 2000 Meter Höhe ca. 70 cm, im inneralpinen Bereich in gleicher Höhe ca. 40 cm. Kannst du uns jetzt fürs Wochenende ein schönes, sonniges Skifahrerwetter vorhersagen? Das Wetter ist zum Skifahren natürlich immer schön. Manche Skigebiete haben den Betrieb schon aufgenommen. Auch Skitouren müssten schon möglich sein. Vom Wetter her gesehen ist die Prognose dieses Mal wieder etwas schwierig. Warum? Wir liegen im Bereich einer flachen Druckverteilung. Temperaturmäßig sind daher keine gravierenden Änderungen zu erwarten. Die Temperaturen in 1500 Meter liegen bei minus 3 Grad. Windmäßig eine leichte Drehung wird festzustellen sein von Freitag West auf Sonntag Nord. Die Winde sind eher als schwach zu bezeichnen. Schwierig ist die Niederschlagsprognose. Man kann ja auch bei etwas Schneefall skifahren, kein Problem. Am Freitag rechnen wir mit Schneeschauern, vor allem von Freitag auf Samstag. Am Samstag im Alpenvorland, in Südosttirol wieder sonnige Abschnitte, im Bergland noch Schneeschauer und endlich am Sonntag, aber der Sonntag gerade im Süden schon wieder recht schön. Dem Skifahren steht nicht mehr im Weg? Eigentlich nichts, man muss halt hoch hinauf und noch einige Kratzer auf der Belagfläche in Kauf nehmen. Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu unserem Buchtipp der Woche, das Buch Die schönsten Höhenwege in Südtirol. In diesem Band werden 30 der schönsten Routen in Südtirol vorgestellt. Sie sind einzeln bebildert, enthalten Höhenprofile und alle wichtigen touristischen Informationen. Das Buch ist im Bruckmann Verlag erschienen und kostet 54 Mark. Das war's schon wieder für heute. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Donnerstag. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen.